Zeitalter. Was macht man denn da? Also interessanter, ich fange das Ganze immer gerne mit so einer kleinen Zeitreise an und stelle mir vor, wir hätten jetzt die Möglichkeit, ins Jahr 4000 zu reisen und zurückzuschauen, was die Menschheit alles so getan hat in den letzten Hunderten, Tausenden von Jahren. Und dann hätten sie, also würden sie sehen, dass die Menschheit irgendwann mal begonnen hat, hier um das Jahr 1900 rum sehr, sehr große Mengen an fossilen Energieträgern zu verfeuern, Kohle, Erdöl, Gas. Und interessanterweise, rückblickend, sieht diese Kurve dann auch so aus. Das liegt jetzt, kann einerseits daran liegen, dass die Menschheit zur Einsicht gekommen ist, dass man es das nicht möchte, aber es gibt noch einen viel härteren Grund, die Sachen sind einfach irgendwann alle. Kommen wir gleich dazu. Das heißt, also wir sind irgendwo hier an dieser Spitze. Genau kann man das immer schlecht sagen. Manche sagen, wir sind genau drauf. Manche sagen, das war vor 5 Jahren. Andere sagen, ja, das kommt erst in 5 Jahren und sowas. Auf so einer historischen Zeitskala spielt es, glaube ich, keine Rolle. Ja, entscheidend ist, dass es wieder runtergeht. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich die Verfügbarkeit von kostengünstiger Energie, Grundlage unseres Wirtschaftens und unseres Wohlstands ist. Das heißt, für uns Wissenschaftler und Ingenieure ist es natürlich eine Mammutaufgabe, hier für Ersatz zu sorgen, um dieses ja, Feld aufzufüllen. Ja. Man muss halt dazu sagen, wenn Sie sich mal diese Werte angucken, der sogenannten Energiedichte, wie viel Energie jetzt in irgendeinem Medium gespeichert ist, dann ist es so, dass sie tatsächlich bei diesen flüssigen organischen Kraftstoffen wie Erdöl oder Diesel oder Benzin wirklich die höchsten verfügbaren Energiedichten haben. Drüber ist dann nur noch Atom, also Uran oder Kern. Das heißt, wir sind jetzt 100 Jahre lang an die beste aller Welten gewöhnt, ja, und denken auch natürlich, wir können da nur zurückblicken, wir denken, es geht immer so weiter. Wie das weitergeht, das können wir mal schauen, wenn wir uns ein paar Daten anschauen. Also zunächst mal CO2-Problem, ich glaube, müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Es gibt einen sogenannten Treibhauseffekt. Normalerweise ist es so, wenn jetzt in der Atmosphäre keine Stoffe sind, die mit dem Sonnenlicht wechselwirken und der Infrarotstrahlung, die hier zurück strahlt normalerweise wieder in den Weltall, sodass es also ein Gleichgewicht gibt zwischen der reinkommenden und der rausgehenden Strahlung. Dann ist das Ganze irgendwie ausbalanciert. Wenn man da jetzt aber so verstärkt irgendwelche Moleküle reinfüllt in die Atmosphäre, zum Beispiel das Kohlendioxid, dann wird ein Teil dieser Strahlung hier wird von diesen Molekülen aufgenommen, dann wieder in alle Richtungen abgegeben. Das nennt man dann Streuung. Und ein Teil der Strahlung geht halt auch wieder zurück. Das sind diese roten Pfeile. Also ein Teil geht nach wie vor ins Weltall raus, aber ein Teil geht wieder zurück. Und das nennt man dann Treibhauseffekt, weil es sehr ähnlich ist wie halt so ein Glas-Treibhaus. Da wird halt auch die Strahlung zurückgehalten. So, das führt dann zunehmend zu einer Erwärmung in der Atmosphäre. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist hier so ein bisschen dargestellt. Und das zeigt hier, das ist eine Grafik von Kollegen Andreas Züttel von der Eidgenössischen Polytechnischen Hochschule in Lausanne. Das zeigt hier auf der einen Achse sagen wir, die Menge an Kohlenstoff, die bisher oder die man verbrennen kann. Ja, also hier, das sind Gigatonnen an Kohlenstoff und jedes Kohlenstoffatom, was verbrannt wird, erzeugt natürlich automatisch auch CO2. Hier ist aufgetragen die globale Erwärmung, das ist Delta T. Und die Skala hat man jetzt hier einfach mal um das Jahr 1850 angefangen, sagen wir, das ist der Beginn der Industrialisierung. Und dann sieht man, wie also zunehmend hier Kohlenstoff verbrannt worden ist. Ja. Wenn Sie sich die Skala mal anschauen, also es ist ja immer dann immer mehr verbrannt worden, dann hat man zwischen 1850 und 1993 genauso viel Kohle oder Kohlenstoff verbrannt wie zwischen 1993 und Jahr 2020.
So hat es zugenommen. Ja, das passt alles genau in der Kurve. Und wenn Sie jetzt einfach so mal davon ausgehen, dass wir so weitermachen wie bisher, dann sind die fossilen Energieträger im Jahr 2050 alle. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Man geht davon aus, dass man jetzt im Augenblick etwa die Hälfte aller Energieträger verbrannt hat. Ja. Und dann würde das eben noch bis dorthin reichen. Das sind die sogenannten Ressourcen. Jetzt kann man auch sagen, naja gut, da können wir ja irgendwie auch noch in die Arktis gehen und können da Öl fördern oder 3000 Meter im Meer. Dann kriegt man da noch ein bisschen mehr raus. Am Ende ist also hier alles, was bekannt ist, spielt sich dann irgendwo dazwischen ab. Das heißt also, realistischerweise wird man dann vielleicht so zwischen 2050 und 2060 wäre dann nichts mehr da. Ist das ein Problem? Das ist ein Problem. Weil wir verwenden Öl, Gas, Kohle ja nicht nur als Energieträger. Gerade bei Öl ist es ja so, das ist ein Grundstoff. Sagen wir mal, die Hälfte der Materialien hier in dem Raum ist wahrscheinlich aus Erdöl gemacht. Wir bauen unsere Kunststoffe aus Erdöl. Wir brauchen es für Düngemittel, wir brauchen es für Medikamente, wir brauchen es für Farben, wir brauchen es für Kleidung. Ja. Wir brauchen es für eine ganze Menge Dinge. Und die stehen, würden dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Wissen Sie, ich kann es verstehen, wenn so alte Kerle wie ich hergehen und sagen, 2050, 60 interessiert mich nicht mehr, da lebe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich fahre jetzt meinen Diesel weiter. Interessiert mich nicht. Ich kann aber auch unsere Kinder verstehen, die sich verzweifelt auf der Straße festkleben und sagen, ihr klaut uns unsere Zukunft. Ja. Das ist genau das, was hier in dem Diagramm drinsteckt. Wir fahren das Ding so, dass unsere Kinder irgendwann mal keine Lebensgrundlage mehr haben. Und das ist kein politisches Gewäsch. Und da lässt die Natur auch nicht mit sich reden, dass sie dann plötzlich mehr Erdöl erzeugt oder so. Das ist einfach irgendwann mal alle. Ja, dann können sie auch nicht mehr rumdiskutieren. So, was macht man dann? Eine Idee ist natürlich, Kernkraft zum Beispiel wieder zu beleben, ist gerade im Augenblick in der Diskussion. Mich wundert das ein bisschen, ja, weil ich bin ja Wissenschaftler, ich gucke mir dann gerne Zahlen an. Also es gibt laut der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe unter dem United States Geological Service, das sind die Leute, die ganzen Rohdaten haben für geologische Vorkommen. Gibt es noch 1,7 Millionen Tonnen Uran, was einigermaßen sinnvoll abbaubar ist. 1,7 Millionen Tonnen. Wissen Sie, was wir im Jahr verbrauchen? So im Augenblick. 50.000 Tonnen pro Jahr. Macht 34 Jahre. Also Sie können natürlich jetzt hergehen, können sagen, wir bauen ein neues Kernkraftwerk, mittlere Bauzeit ist etwa 12 Jahre im Augenblick, ab dem Gießen des ersten Betons. Also ohne Genehmigungsverfahren, Gerichtsverfahren und so weiter, was davor ist. Also rechnen Sie mal damit, Sie brauchen etwa 20 Jahre, bis so ein Ding steht. Dann haben Sie noch 14 Jahre Amortisationszeit. Das schaffen Sie nicht. Wie auch immer. Schauen wir mal, was passiert. Die Zeit wird es zeigen. Ein Punkt ist natürlich auch, dass Sie, wenn Sie neue Atomkraftwerke bauen, dass die in Europa zumindest nicht finanzierbar sind. Ich gucke, was in Großbritannien im Augenblick läuft. Das sind zwei Baustellen, wurden stillgelegt in Wales. Da haben die Firmen Toshiba und Hitachi, die haben einfach die Baustelle verlassen, weil der britische Staat gesagt hat, nach der anderen großen Baustelle Hinkley Point, wo wir uns mit 100 Milliarden Subventionen verpflichtet haben, können wir nicht noch weitere subventionieren. Dann haben die Japaner gesagt, gut, dann lassen wir es. Sowas Ähnliches würde hier auch passieren. Aber okay, manche glauben an Wunder, dass man sowas irgendwie gebacken kriegt. Und die Deutschen sind ja sehr erfahren bei Großprojekten. Das haben wir ja auch hier in Stuttgart. Da wäre ich mal wirklich gespannt, was da los ist, wenn man sagt, wollen jetzt wieder neu anfangen. Manche reden ja auch von Generation 4 Reaktoren, ganz neue Reaktoren.
Weiß nicht, ob Sie sich da mal mit befasst haben, aber bei uns früher, ich bin in einem Kernforschungszentrum groß geworden, in Anführungszeichen. Bei uns hießen die früher schnelle Brüter, also vom Prinzip her. Das heißt, Sie müssen halt wieder in die Plutoniumwirtschaft einsteigen, Sie brauchen Wiederaufarbeitungsanlagen und dieser ganze Klimbatsch. Und ob man das wieder aufrollen will, da wäre ich mir sehr, sehr. Erneuerbare ist auch nicht einfach. Also es ist eigentlich gar nichts einfach. Was wir aber als Chance haben, ist, dass wir Erneuerbare, die ja wechselnd irgendwie anfallen, hier in verschiedenen Anwendungen zwischenspeichern. Stationärspeicher ist ein sehr, sehr groß boomender Markt im Augenblick. 40% pro Jahr. Portabel, das kennen wir alles. Und dann mobil ist natürlich so die Augenblick, die heiß diskutierte Technik, wie es denn da weitergeht. Wenn Sie heute, ich fokussiere mich jetzt mal hier auf diesen mobilen Bereich, ein bisschen stationär, weil das, ich sage mal, die herausforderndste Technik ist. Und wenn Sie heute ein neues Auto bauen wollen, dann müssen Sie so ein paar Fragen beantworten, was die Antriebs- und die Speichertechnologie beinhaltet. Also welcher Antrieb mit welcher Energieform, da haben Sie die Frage, welchen Beitrag kann denn dieser neue Antrieb leisten zur Treibhausgasverminderung? Wie effizient ist der Antrieb? Das heißt, wie viel meiner mühsam eingesammelten erneuerbaren Energie setzt er denn tatsächlich in Vortrieb um und was verpufft als Wärme? Dann, wie ist die Rohstoffsituation? Kann ich überhaupt 2 Milliarden Kraftfahrzeuge auf die Straße bringen? Kann ich die überhaupt bauen? Ja. Wie sieht es aus mit Kosten und Sicherheit? Und wie sieht es mit der Nutzerfreundlichkeit aus? Jetzt gehen wir mal ein bisschen in diese verschiedenen Fragen rein. Und das ist das erste und wahrscheinlich einzige Diagramm, mit dem ich Sie heute belästige. Insofern, Sie müssen jetzt keine Chemie studieren. Was wir hier haben, ist also eine Reihe verschiedener Balken. Jeder Balken steht für eine andere Antriebstechnik. Was Sie hier links haben, das ist auf der Skala, das sind die sogenannten Treibhausgase, Emissionen über den Lebenszyklus der Technologie. Das heißt, da steckt dann alles drin von der Gewinnung der Rohstoffe über die Fabrikation, wenn Sie Stahl herstellen zum Beispiel für das Fahrzeug, das Fahrzeug selber zu bauen, dann den Treibstoff, ja, und am Ende die Verschrottung bzw. das Recycling. Also sehen Sie, da gibt es so ein paar höhere Balken, das ist also hier links, die stehen für die Verbrenner. Und dann gibt es hier so ein paar niedrigere Balken, die stehen für verschiedene Elektroantriebe. Ja. Bei den Verbrennern, das sehen Sie hier ist überall so ein grauer Basisbalken, das ist sozusagen der CO2-Anteil, der hier mit drin steckt, wenn Sie die Karosserie des Fahrzeugs herstellen. Ne? Also der Stahl drin. Schwarz hier, das sind die Schmierstoffe. Und das hier ist das CO2, was praktisch während dem Leben während der Fahrzeit von dem Fahrzeug ausgestoßen wird. Und das hellere Grün hier oben, das sind die sogenannten Gestehungskosten. Aber wenn Sie heute einen Liter Diesel aus einem, was weiß ich, Ölfeld oder durch Fracking oder was auch immer gewinnen wollen, da steckt da eine Menge Energie drin. Ja. Der Balken, der wird im Augenblick immer größer, weil immer mehr Öl aus sogenannten nicht konventionellen Quellen kommt. Also zum Beispiel Teersande in Kanada. Wenn Sie aus einem Teersand in Kanada 1 Liter Diesel an die Tankstelle gewinnen und an die Tankstelle bringen wollen, müssen Sie da energetisch einen halben Liter Diesel verbrennen, damit Sie das überhaupt hinbekommen. Dann können Sie sich mal vorstellen, dass also wäre dann der Balken hier, wäre praktisch halb so hoch wie dieser dunkelgrüne Balken. Okay, dann haben wir hier BEV, das heißt Battery Electric Vehicle, also batterieelektrisches Fahrzeug. Rechts haben wir FCEV, das ist Fuel Cell Electric Vehicle, also Brennstoffzellen Elektrofahrzeug. Und das sind also hier die Batteriefahrzeuge. Das sind zwei Balken, das ist sozusagen der Stand heute, wenn Sie so wollen. Das sehen Sie hier,
ist also die Gestehungskosten von dem Strom sind höher als hier. Das ist sozusagen der Endzustand, der angestrebt wird, wo wir 100% erneuerbare Energie haben im Netz. Und das ist im Augenblick nicht der Fall, sondern wir haben im Augenblick 60%, 50, 60% im Netz und 40% sind aus Erneuerbaren und deshalb haben wir hier einen gewissen höheren CO2-Anteil. Das ist trotzdem nur ein Bruchteil vom Verbrenner und das liegt einfach daran, weil so ein Elektrofahrzeug deutlich weniger Energie verbraucht als ein Verbrenner. Manche sagen auch despektierlich, Verbrenner ist nichts anderes als ein fahrender Heizlüfter, der halt 80% seiner Energie in Wärme in die Umgebung verpuffen lässt. Bei Elektrofahrzeugen sind es nur 25%. So, dann haben wir hier die beiden Wasserstofffahrzeuge. Und die unterscheiden sich kräftig. Das ist hier das Wasserstofffahrzeug, was mit einem sogenannten grünen Wasserstoff fahren würde, also Wasserstoff, der ausschließlich aus Erneuerbaren hergestellt wird. Das da, das ist das Wasserstofffahrzeug, wie es heute aussieht. Es liegt daran, dass der Wasserstoff selber zwar vor Ort, und das lesen Sie ja dann immer so bei diesen Werbeankündigungen, vor Ort stößt er nur Wasserdampf aus. Ja. Aber in der Erzeugung ist es halt so, der Wasserstoff wird im Augenblick zu 99%, 99,6% aus Erdgas gewonnen. Ja. Und gewinnen Sie den Wasserstoff, den nehmen Sie raus und das CO2, was bei dieser Reaktion entsteht, das lassen Sie halt in die Luft. Deshalb ist der Fußabdruck von einem Wasserstoffauto im Augenblick etwa so hoch, etwa zwischen einem Plug-in-Hybrid und einem Diesel. Das heißt, im Augenblick muss man sagen, ist Wasserstoff, sind Wasserstofffahrzeuge eher ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Hier haben Sie dann noch so verschiedene farbige Balken. Die gelben Balken hier, das ist der Treibhausgasaufwand, der sogenannte CO2-Rucksack, der für die Batterieherstellung erwähnt ist. Sie haben es ja erwähnt, der ist riesig. Laut Presse manchmal. Das ist der CO2-Aufwand, der für die Herstellung der Carbonfaser-Drucktanks für den Wasserstoff an Bord von dem Kraftfahrzeug notwendig ist. Der Wasserstoff wird in Drucktanks gespeichert bei 700 Bar. Das sind also so dicke Wandungen aus Kohlefaser, Epoxid, Harz, Dinge. Also die sind wirklich massiv und da steckt eine Menge CO2 auch bei der Entsorgung mit drin. So, da sehen wir also schon mal, wo die Reise hingeht. Es ist so etwa, sind so die Zahlen, die man sich so vergleichsweise abgeschätzt anschauen kann. Jetzt gucken wir mal die verschiedenen Antriebsarten und ihre Energiequellen an. Und ein Vorschlag, der ja gerade im letzten Jahr vor allem auch in der Politik immer wieder Wellen geschlagen hat, man soll ja technologieoffen sein, ja, ist der Weiterbetrieb des Verbrennungsmotors mit den sogenannten E-Fuels. Da steckt das Wort E drin oder Buchstabe, also aus Elektrizität hergestellte flüssige Brennstoffe. Kann man das machen? Ja, kann man machen. Man muss dazu Kohlendioxid, das ist die Grundidee dabei, dass das Kohlendioxid, was hinterher beim Verbrennen ausgestoßen wird, vorher eingesammelt wird und für die Herstellung des Brennstoffs verwendet wird. Kohlendioxid und Wasserstoff, das muss natürlich grüner Wasserstoff sein, werden zur Reaktion gebracht und es gibt dann eine Flüssigkeit. Hat verschiedene Anteile, Kerosin, Benzin, Diesel, kann man fraktionieren wie Rohöl. Und dann am Ende kann man das dann verbrennen und kann verschiedene Anwendungen damit betreiben. Jetzt haben Sie sicher mitgekriegt, dass es durchaus kontrovers diskutiert wird, das Ganze. Und ich versuche mal zu erklären, woran das liegt. Also, wenn ich den Prozess mache hier, dann muss ich um einen Liter E-Diesel aus diesem Kohlendioxid und Wasserstoff herzustellen, muss ich 23 bis 27 Kilowattstunden elektrische Energie da reinstecken. Fährt jemand von Ihnen elektrisch? Was brauchen Sie auf 100 Kilometer? 15, also im Augenblick wahrscheinlich ein paar mehr.
Auch im Augenblick 20, aber okay. Also sagen wir zwischen 15 und 20. Ja. Heißt, für einen Liter E-Diesel brauchen Sie bereits 23 bis 27 Kilowattstunden. Jetzt verbrauchen Sie im Schnitt etwa 7 Liter laut ADAC. Das heißt, Sie brauchen da 140 bis 170 Kilowattstunden elektrische Energie. Wenn man das jetzt mit den Zahlen des Kollegen vergleicht, können Sie mit der gleichen Energie keine 100 Kilometer weit fahren, sondern 1000 Kilometer, wenn Sie das Ganze praktisch in ein Elektrofahrzeug stecken. Das ist natürlich auch ein Punkt. Dadurch, dass Sie, ich sag mal, einen Faktor 8 oder noch mehr Energie brauchen, ist natürlich auch die Herstellung von sowas hier im Land eigentlich ohne Chance, weil der Kraftstoff, der wäre irrsinnig teuer. Also im Augenblick, wenn Sie jetzt übertragen. Wenn Sie das machen, würden Sie für eine Tankfüllung beim VW Golf, würden Sie, weiß nicht, 1000 Euro zahlen oder sowas. Steuern. Ja. Und das Problem ist halt auch, Sie haben nach wie vor lokale Emissionen, also Ruß, NOx. Das heißt, Ihr Stuttgart wird nicht besser, wenn Sie Fuels fahren. Das ist halt nach wie vor da und Sie haben. Der Ruß unterscheidet sich nicht groß, NOx auch nicht. Das ist halt alles auf, ich sag mal, provokant auf Kinderwagenhöhe. Nach wie vor raus. Okay, deshalb haben einige schon vorgeschlagen, naja, dann wäre es doch besser, wenn man da in Regionen geht, in denen deutlich mehr Erneuerbare oder Erneuerbare einfacher zu gewinnen ist. Das heißt, in sonnenreiche Gegenden. Da ist ein bisschen ein Problem, dass sie um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, braucht er 9 Kilogramm reinst Wasser. Das ist jetzt in der Wüste Sahara ein bisschen schwer zu machen. Deshalb haben manche gesagt, naja, dann gehen wir lieber in windreiche Gegenden, wie zum Beispiel nach Patagonien, da bläst der Wind ständig. Da gibt es jetzt die größte Anlage weltweit in Haruoni. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von Porsche mit Siemens Energy. Das soll bis Ende des Jahrzehnts, sage ich mal, also 2026 ist schon wieder weg, das ist fast wie mit dem Bahnhof hier. Da gibt es Verzögerungen. Ja. Es soll also bis Ende des Jahrzehnts etwa 550 Millionen Liter hergestellt werden. Das ist viel. Viel verbrauchen wir denn an Sprit in Deutschland pro Jahr? 48 Milliarden Liter. Das heißt, mit dieser weltweit größten Anlage schaffen Sie es bis zum Ende des Jahrzehnts vielleicht mal 1, irgendwas Prozent des nur deutschen Bedarfs zu decken. Das wären auch nur Pkw. Eigentlich brauchen wir E-Fuels viel dringender für Schiffe und Flugzeuge, weil die können Sie, also große Transatlantikflüge können Sie mit Batterien schlecht machen. Die Containerschiffe können Sie mit Batterien auch schlecht betreiben. Also brauchen Sie es dafür. So, das ist ein Problem. Ja. Die Lokalregierung hat jetzt auch noch die Genehmigung für den Windpark wieder einkassiert, aus irgendeinem Grund. Dann ist es so, denen ist jetzt auch aufgefallen, dass es sehr, sehr aufwendig ist, CO2 aus der Luft zu sammeln. Da gibt es das sogenannte Direct Air Capture Verfahren. Die größte Anlage dafür steht in Island. Die können 4000 Tonnen pro Jahr abscheiden mit der Anlage. Haruoni bräuchte, um dieses Ziel zu erreichen, 550 Millionen Liter, bräuchte 600.000 Tonnen CO2 aus der Luft. Schwierig. Deshalb haben die jetzt auch angefangen, kein CO2 aus der Luft zu sammeln, sondern die kriegen es irgendwie mit einem Tanklaster aus irgendeinem Industriebetrieb. Ist aber die Grundidee, dass man das aus der Luft sammelt und dann hinterher dann wieder praktisch zum Verbrennen gibt, die ist ja dann passé. Ja, also im Augenblick hätten sie CO2-Fußabdruck mit diesen E-Fuels, der höher ist, wie wenn sie einen Diesel direkt verbrennen. Und dann haben sie auch keine Chance, da jemals auch mal vernünftige Zahlen zu kriegen. Ne? Weil in der Politik klingt es ja immer so,
Wir müssen jetzt endlich mal dafür sorgen, dass diese ideologischen Diskussionen aufhören. Wir müssen morgen mit den E-Fuels anfangen. Ich war mit dem Herrn Wissing in einem Podcast. Wir haben dann gefragt, wo kommen denn die anderen 80 Haruonis her, die dann ausschließlich für Deutschland den Sprit liefern sollen? Und sie müssen denen ja aber auch verbieten, dass sie dann Schiffe und Flugzeuge damit beliefern. Schwierig. Das heißt, die Absicht, damit Klimaziele erreichen zu wollen, ist auf Weiteres absolut illusorisch. So, das ist eigentlich nur das, was ich eben gesagt habe. Dann kommen wir mal zu den elektrischen Antrieben, weil da steckt offenbar ein bisschen mehr Chance drin. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Kategorien. Das eine, klar, ist das batterieelektrische Fahrzeug. Da haben Sie also hier unten haben Sie so eine Plattform drin, das ist die Batterie drin und die treibt dann direkt Elektromotoren an oder füttert Elektromotoren, die dann die Räder antreiben. Konzept ist vergleichsweise einfach. Sie haben hier Sonne oder Wind und die elektrische Energie geht direkt da rein. Dann gibt es die zweite Form. Da speichern Sie keine Sonnenenergie oder sowas in der Batterie, sondern Sie erzeugen die Elektrizität an Bord aus einem Kraftstoff. Und das Gerät dazu nennt man Brennstoffzelle. Der Kraftstoff ist Wasserstoff, wird Wasserstoff und Luft, Sauerstoff zur Reaktion gebracht, entsteht dann Wasserdampf und Elektrizität. Das ist eigentlich auch ein sehr cleveres, einfaches Konzept. Der Teufel steckt hier ein bisschen im Detail, weil Wasserstoff eben nicht auf Bäumen wächst und auch nicht aus der Erde gegraben werden kann. Man muss den in einer recht aufwendigen Technologiekette herstellen, transportieren. Also ich sage mal nur so, wenn Sie jetzt also Sie brauchen dafür brauchen Sie etwa 3 bis 4-mal so viele Windräder, wie wenn Sie es direkt elektrisch machen oder Foto. Als erstes stellen Sie den Wasserstoff her aus Wasser durch sogenannte Elektrolyse. Da verlieren Sie schon mal 30 bis 35% der eingesetzten Energie. Die geht einfach als Wärme verloren. Das ist das Erste. Dann müssen Sie ein bisschen komprimieren für den Transport. Wenn Sie es als Druckwasserstoff machen, verlieren Sie 13 bis 15%. Wenn Sie es als Flüssigwasserstoff machen, der auf minus 250 Grad abgekühlt wird, verlieren Sie 40%. Dann haben Sie ein bisschen Transport, das ist nicht viel, vielleicht 5%. Und dann haben Sie die Tankstelle. Und das ist was, was oft übersehen wird. An der Tankstelle muss der Wasserstoff auf 1050 Bar hochkomprimiert werden und auf minus 40 Grad abgekühlt. Weil Wasserstoff hat so eine seltsame Eigenschaft, dass er sich beim Expandieren nicht abkühlt, sondern erhitzt. Da muss er abgekühlt in den Tank injiziert werden. Da verlieren Sie nochmal 20 bis 25%. Dann haben Sie die Brennstoffzelle, also an Bord des Kraftfahrzeugs, und da verlieren Sie nochmal 50%. Und das heißt, wenn Sie dann am Ende das alles zusammenrechnen, dann kommen etwa 70 bis 75% der Energie an, wenn Sie bei 18 bis 20% kommen am Rad an, wenn Sie es mit Wasserstoff machen. Man kann das machen. Es geht. Die Technik ist eigentlich ausgereift. Behaupte ich jetzt mal. Also ich kann mich noch erinnern, dass Daimler hier mit dem F-Cell ist Ende der 90er Jahre einmal um die Welt gefahren damit. Es geht alles. Ja. Problem ist ein bisschen die Kosten. Brennstoffzelle ist sehr teuer. Und der Wasserstoff ist noch teurer. Das scheint sich auch irgendwie nicht zu ändern. Brennstoffzelle, Fahrzeuge, also wenn Sie jetzt, es gibt ja jetzt eigentlich nur noch einen Hersteller, der anbietet, das Toyota, Hyundai. Toyota hat angekündigt, dass sie aussteigen. Die anderen sind bereits ausgestiegen. Wenn Sie den Hyundai Nexo kaufen, kostet der im Laden 80.000 Euro. Sie können mit einer Ladung 500 Kilometer weit fahren. Kostet 80.000 Euro. In der Produktion kostet der Hyundai 120.000. Schwierig. Ne? Deshalb steigen die Firmen auch eher aus als ein. Das ist was, was hier auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert wird. Da wird Wasserstoff immer so als leuchtendes Beispiel hingestellt, ohne dass man jetzt mal auf die Probleme verweisen würde.
Auch sind die Kilometerkosten im Vergleich zu Direktelektrischen etwa dreimal höher. Das gilt auch insbesondere im Lkw-Bereich. Also wenn Sie mich jetzt vor 2, 3 Jahren gefragt hätten, wo kommt denn der Wasserstoff unter, hätte ich es auch gesagt, na, Schwerlasttransport. Wenn Sie für einen Kilometer Elektrotruck 45 Cent zahlen, beim gleich großen Brennstoffzellentruck zahlen Sie 1,40 und das ist auch noch subventioniert. Da ist keine Steuer drauf. Unbesteuert würden Sie 3,50 zahlen. Besteuert würden Sie 3,50 zahlen. In Österreich oder Kalifornien oder wo auch immer, wo kannst du regulär besteuern. Das heißt, Sie haben Faktor 4 bis 6 höhere Kosten im laufenden Betrieb. Und in der Transportbranche, wo normalerweise jedes Prozent Effizienzgewinn abgefeiert wird, das sind 400% ziemlich viel. Okay, das ist einer der Gründe, weshalb es einfach schwierig ist mit dem Wasserstoff. Okay, der VDE, Verein Deutscher Elektrotechniker, hat mal eine andere Rechnung gemacht. Die haben das so verglichen, dass sie gesagt haben, naja, wir lassen uns mal angucken, was man mit so einem Windrad alles ausrichten kann. Jetzt nehmen wir mal die Windenergie her und stecken die in verschiedene Techniken. Da haben wir hier das batterieelektrische Auto. Da könnten wir also übers Jahr 1600 PKW mit betreiben. Man könnte 600 Wasserstoff-PKW damit betreiben. Wenn man es in E-Fuels steckt, etwa 250 PKW. Das sind etwa so die Zahlen, die ich auch vorhin kurz mal so erwähnt habe. Ja, und das ist die Realität. Jetzt haben wir noch irgendwie einen Vergleich, wie sehen die Dinger eigentlich innen aus. Das da unten ist ein Querschnitt von dem Tesla Model S, was Sie eigentlich sehr häufig auf den Straßen sehen. Da sehen Sie es wie so ein Skateboard unten. Das ist die eigentliche Batterie. Oben ist ein Brennstoffzellenfahrzeug. Da sehen Sie, hier sind die Tanks. Ja, und dann hat man hier auch noch eine Pufferbatterie, dann gibt es eine Brennstoffzelle und so. Das geht alles, aber also Sie können mit so einem Brennstoffzellenfahrzeug schlecht mit einer Familie in Urlaub fahren, weil da einfach kein Platz drin ist, ja, also für die Koffer dann. Also schwierig. Wie sieht es aus im Vergleich zum Verbrenner? Das ist ein BMW X5 Motor. Der hat 320 PS, etwa 1300 bewegte Teile, das wusste ich auch nicht. Also das finde ich enorm. Vergleich dazu ein Elektromotor, der um die Hälfte stärker ist. Das vom Tesla Model S hat etwa 560 PS, hat Faktor 30 bis 40 weniger bewegte Teile. Das ist auch einer der Gründe, kommen wir noch dazu, weshalb batterieelektrische Fahrzeuge deutlich weniger brennen Verbrenner. Also so sieht es aus mit der Antriebstechnik. Also ich gebe zu, der BMW-Motor, der ist ein bisschen unvorteilhaft fotografiert. Das ist sozusagen von der Rückseite, Hinterwand sozusagen. Aber so sieht es aus. Und wahrscheinlich haben Sie für jeden einzelnen dieser Schläuche einen eigenen Zulieferer. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Die Chinesen, die haben den Vorteil, sind praktisch von null auf gestartet. Da gibt es Firmen wie BYD, die haben vorher Batterien hergestellt und die haben dann gesagt, naja, dann machen wir jetzt 4 Räder dran, machen eine schicke Karosserie drauf, Software haben wir auch, bauen damit ein Auto. Ja. In Deutschland ist es halt so, wir haben eine sehr lange Tradition mit unseren sehr erfolgreichen Verbrennerfahrzeugen und jetzt ist eben der Wandel, der sich überall andeutet. Man kann sich entweder entscheiden, beim Verbrenner zu bleiben, es wird auch weiterhin Verbrenner geben. Aber dann bewegt man sich halt in so eine Nische rein. Verbrenner zunehmend weniger werden und man macht sich eigentlich nur hübsch als Übernahmekandidat. Und das sieht man auch schon ein bisschen, dass die Deutschen da nicht besonders glücklich agiert haben vor ein paar Jahren. Ich kann mich erinnern, da hat der Vorgänger von dem Herrn Diess, der Herr Müller, Chef von VW, 2016 gesagt, also sich hingestellt hat, gesagt, Interview im Automotorsport. Ja, so ein Quatsch wie Batteriezellfertigung, das werden wir in Deutschland sicher nicht machen. Ja. Schwierig. Im Augenblick ist es so, dass Volkswagen schwer zu kämpfen hat. BYD hat seinen Gewinn im letzten Jahr verdreifacht. Das sind die Realitäten.
Und BYD ist jetzt auch erstmals, hat im letzten Quartal mehr Autos verkauft als Tesla. Das Tesla Model Y, das war letztes Jahr das meistverkaufte Auto weltweit, also inklusive Verbrenner. War es, glaube ich, Toyota Camry oder sowas. Aber das ist abgelöst worden vom Tesla Model Y. Ja, klar. Und ich meine, da sieht man auch schon, dass die Einfachheit von so einer Technik natürlich auch eine große Triebkraft sein können. Okay, wie sieht es denn aus mit den Kosten? Sie haben richtig gesagt, Kosten sind im Augenblick ein Punkt, der viele davon abhält, weil ein neues Fahrzeug ist vergleichsweise teurer in der Anschaffung. Wenn Sie ein Stückchen weiterdenken und gucken sich die sogenannten Total Cost of Ownership an, also Kosten über die gesamte Betriebszeit, werden Sie feststellen, dass Sie auch mit dem heutigen teureren angeschafften Elektrofahrzeug deutlich billiger fahren. Also ich fahre jetzt seit 7 Jahren. Ich war ja noch nie in der Werkstatt. Ich brauche auch keinen Ölwechsel. Ich brauche nicht mal Bremsen, weil ich meistens rekuperiere. Das Einzige, was ich brauche, sind ab und zu mal neue Reifen. Und dann verbrauche ich nur einen Bruchteil der Energie. Kilometerkosten, die irgendwie deutlich weniger sind als beim Benziner. Ja, wie sieht es denn aus bei den Investitionen? Da hat vor 10 Jahren mal ein amerikanischer Ökonom namens Tony Seba, hat mal gesagt, naja, das ist jetzt so eine neue Technologie und wenn man eine neue Technologie einführt, dann folgt die gewissen Gesetzmäßigkeiten. Eine davon ist, dass wenn ich immer mehr Teile herstelle, Technologie, dass dann die Kosten sinken. Das kennen wir von der Photovoltaik, das kennen wir vom Farbfernsehen, vom Computer und so weiter. Da hat er hier mal so eine Kostenkurve erstellt und nach der hätten wir also nach 10 Jahren 90% Kostenabfall bei Batteriefahrzeugen. Da haben sie alle gelacht und haben heimgeschickt. Ne? Und tatsächlich ist Folgendes passiert. Also vor 10 Jahren, er hat das ausgerechnet so für Fahrzeuge mit 350 bis 400 Kilometer Reichweite. Heutzutage ist es schon fast ein bisschen wenig, ja, aber okay. Also damals gab es eigentlich nur ein Auto, was es überhaupt konnte. Das Tesla Model S hat $80.000 gekostet damals. Dann war aber schon 5 Jahre später kam das Tesla Model 3 raus. USA $35.000. Ja, und jetzt ist bereits auf dem Markt in China das BYD Model Dolphin, auch mit 400 Kilometer, mit einer Eisenphosphat-Batterie, das heißt kein Kobalt, kein Nickel mehr, kostet 14.000 Euro. Jetzt gibt es die ersten Autos, die auf den Markt kommen mit einer Natrium-Ionen-Batterie, nochmal billiger, allerdings kürzere Reichweiten, so für die Stadt 250, 300 Kilometer, für 9.000 Euro. Tesla reagiert. Das ist der mittlere Preis von Verbrennerfahrzeugen in den USA. Nochmal als Beispiel. Tesla hat jetzt reagiert. Die wollen in Grünheide, interessanterweise, und in Mexiko wollen sie das Tesla Model 2 produzieren, was ab nächstem Jahr auf den Markt kommen soll. Das soll dann dagegen von $25.000 kosten. VW will auch den E2 rausbringen, allerdings erst 2026. Bisschen spät. Okay, ja, und was dann noch kommt, wir kommen hier in den Bereich rein, der dann extrem interessant wird für große Stationärspeicher, weil dann kann man wirklich große Projekte machen damit, ohne dass man sich da jetzt in Kostenrisiken begeben muss. Ja, da oben ist nochmal der Vergleich mit dem bei Nexo, ja, da zahlen Sie im Augenblick 18 bis 20 Euro pro 100 Kilometer in Deutschland, also subventioniert ohne Steuer. Okay, nur um zu zeigen, dass das auch bereits in stationär Speichern seinen Niederschlag findet. Die größte Batterie, die im Augenblick gebaut wird, also die läuft schon, dann wird aber weitergebaut, ist in Moss Landing bei Monterey in Kalifornien. Da gab es zwei Gaskraftwerke, waren alt und sollten ersetzt werden. Dann hat die Bevölkerung opponiert. Die sagten, wir wollen die alten Stinker nicht mehr.
Wir möchten was anderes. Und dann haben die gesagt, na gut, dann bauen wir eine Batterie hin. Ja? Und das ist eine Batterie, die im Endausbau 6 Gigawattstunden bringen wird. Damit können sie 1 Million Haushalte einen Tag lang mit Strom versorgen. Das heißt, es ist dann kein Kindergeburtstag mehr. Das ist dann richtig was. Und ich bin jetzt auch mit Leuten zusammen, die denken jetzt auch schon in Deutschland, 2 Gigawattstunden Batterie, anderen wollen 200 Megawattstunden. Also im Augenblick geht es im stationären Bereich richtig los. Und das wird natürlich auch dadurch befeuert, dass wir den Netzausbau ein bisschen verschlafen haben, dass der hinterher hinkt. Das heißt, sie brauchen lokal Speicher, die das Ganze etwas glätten und verteilen. Ja, und das führt dann auch dazu, dass die Projektionen für den Bedarf deutlich steigen. Hier, das sehen Sie schon, wenn man sich da vorstellt, allein für die stationäre Speicher, was da vorausgesehen wird. Und das führt dann auch dazu, liegt aber daran, dass wir das Ding hier auf diesem, das sind andere Schriftarten und fällt jetzt irgendwie ein Diagramm. Muss mal aber nicht. Was Sie sehen würden, ist, dass bis 2030 ganz viele sogenannte Gigafactories geplant sind in Europa. Und allein in Deutschland sind im Augenblick 14 solcher Gigafactories geplant mit einer Produktionsrate von 540 Gigawattstunden pro Jahr. Das ist gigantisch, das ist viel. Damit könnte Deutschland, wenn das alles auch so kommt, den Bedarf von Europa zur Hälfte. Okay, dann kommen wir zu einem anderen Punkt, Sicherheit von Batteriefahrzeugen. Ich habe es vorhin mal kurz angedeutet. Also man kann sich ja sicher sein, dass jedes brennende Batteriefahrzeug auch todsicher auf irgendeiner Titelseite ist, in Medien, obwohl es auch langsam nachlässt. Jetzt gibt es glücklicherweise mal richtige Zahlen. Und die Zahlen kommen einerseits von Versicherern. Das ist ja klar, bei denen läuft das alles zusammen. Und dann gibt es die, in dem Fall die US-amerikanische Verkehrswacht. Die haben einfach mal geguckt, was brennt denn da so, ja, und haben das dann zugeordnet. Natürlich gibt es viel mehr Verbrennerfahrzeuge, die brennen. Deshalb hat man das Ganze normiert, hat gesagt, pro Million gefahrene oder Milliarde gefahrene Kilometer. Ja, wie oft brennt denn da ein Fahrzeug? Und da haben sie hier, wenn Sie sich das mal anschauen, die Vergleiche, dann stellen Sie also fest, dass ein Verbrennerfahrzeug etwa 25 bis 30 Mal häufiger brennt als ein Batteriefahrzeug. Das ist einfach. Da gibt es noch eine schwedische Studie, die kürzlich rausgekommen ist. Die kommen auf Zahlen zwischen 20 und 25. Die hier sind 25 bis 30. Also sagen wir mal, Verbrenner brennen deutlich häufiger. Das ist Fakt. Und dann haben wir noch die Frage, wie heftig ist denn so ein Brand und wie kann man das löschen? Da gibt es eine interessante Studie von der Eidgenössischen Material- und Prüfanstalt, also Schweizer. Und die Schweizer sind ja immer besorgt, dass ihre Tunnels kaputt gehen, wenn da irgendwie so ein Brand ist und sowas. Deshalb führen die sogenannte Modellbrände durch. Das heißt, die haben im einen Fall haben sie, ich glaube, einen VW Passat und dann im anderen Fall Tesla Model S reingestellt, angezündet. Und dann kamen sie interessanterweise also zu dem Schluss. Also erstens mal in beiden Fällen hält der Tunnel stand. Das ist schon mal das Wichtigste. Das andere ist, die haben gesagt, die sogenannte Brandlast. Also die Menge an Wärme, die entsteht, ist gar nicht mal so sehr von der Antriebsart abhängig. Also es ist relativ egal, ob Sie eine Batterie am Brennen haben oder einen Dieseltank.
Die Hauptbrandlast wird erzeugt durch die hohen Kunststoffanteile in den modernen Fahrzeugen, im Innenraum, aber auch in der Karosserie. Die sind deutlich höher als das brennbare Zeug, was jetzt in einem Tank ist oder in der Batterie. In der Batterie ist ja auch so eine Flüssigkeit, die ist brennbar. Ja. Das macht es aus. Dann ist es so, dass bisher hatte man immer so Schwierigkeiten, dass man gesagt hat, naja, wenn so eine Batterie brennt, das kommt ja dadurch zustande, dass irgendwo in der Batterie, sagen wir mal, ein Kurzschluss ist irgendwo. Wenn es da heiß. Und wenn es da heiß wird, da gibt es dann so eine Flüssigkeit, das sogenannte Elektrolyt, dann verdampft der, ja, der verdampft und macht dann so einen Druck im Gehäuse und dann knackt es irgendwann mal auf und dann kommt Luft rein, dann kann sich das entzünden. Da haben wir einen Batteriebrand. Und da kommt man schlecht bei mit dem Löschen. Das ist das Problem. Was die Feuerwehr mittlerweile macht, die haben sogenannte Löschlanzen. Das ist also ein Stahlrohr, was zugespitzt ist. Es wird dann hydraulisch von außen in die Batterie reingetrieben und dann wird die praktisch geflutet. Ja, und dann ist gut. Okay. So, also wenn wir jetzt da nochmal zu dieser Anfangsgrafik zurückkommen, da können wir also feststellen, bei Treibhausgasminderung ist ganz klar das Batteriefahrzeug vorne. Wie effizient ist der Antrieb? Auch Batteriefahrzeug, da kommt am meisten der Energie am Rad an. Sicherheit und Kosten. Auch da ist das Batteriefahrzeug vorne. Es ja. hat sich dann eben auch darin geäußert, dass die Zahlen für Batteriefahrzeuge dramatisch angestiegen sind in den letzten Jahren. Also hier ist eine Grafik vom Argonne National Lab aus den USA, die haben mal die Zahlen zusammengestellt. In Deutschland sieht es so aus, das ist eine Exponentialkurve, das kennen wir alle noch von Corona. Das hat sich jetzt, vorhin ist gesagt worden, ein bisschen abgeschwächt dieses Jahr, wobei es verschiedene Gründe hat und wahrscheinlich nur vorübergehend. Ist aber sicher auch irgendwie daran, dass also wir Deutschen sind ja Weltmeister drin, alles irgendwie in Frage zu stellen und schlecht zu reden. Und da gibt es dann eben der Begriff der Technologieoffenheit. Technologieoffenheit heißt im Klartext, dass man darauf warten soll, dass es noch irgendwann mal was Besseres gibt. Sagen wir so, als Wissenschaftler muss ich technologieoffen sein. Ich habe überhaupt keine andere Chance. Ja. Ich muss die Daten sammeln und muss sie dann bewerten. Wenn ich als Entscheider Zahlen vorliegen habe und entscheide mich nicht, dann kriege ich ein Problem. Und ich sage Ihnen wirklich, es ist mir kein Fall bekannt, wo man durch Diskussionen über Technologieoffenheit neue Märkte erschlossen hätte. Das ist mir nicht bekannt. Aber wir machen das gerne, ja, wenn wir denken, da kommt noch was Besseres nach. In der Zwischenzeit besetzen Tesla und die Chinesen den Markt und wir fallen halt hinten runter, weil wir technologieoffen sind. Schwierig. Okay, also noch zum Vergleich nochmal, im Augenblick werden binnen 3 Tagen weltweit so viel Batteriefahrzeuge zugelassen, Wasserstofffahrzeuge in den letzten 10 Jahren zusammengenommen. Ökonomen sagen dann, da ist ein sogenannter Kipppunkt, ein ökonomischer Kipppunkt überschritten. Kipppunkt deshalb, weil ab einer bestimmten Zulassungsrate hören die Investoren auf, die alte Technologie zu investieren und investieren nur noch in die neue. Und das ist seit etwa 1 bis 2 Jahren der Fall. Kein Mensch investiert mehr groß in Verbrenner. Die Sachen werden irgendwie weitergeführt, aber gibt es keine großen Aktivitäten. Gut, das ist nur mal so ein Diagramm, um zu zeigen, dass das eigentlich eine ganz normale Geschichte ist bei einer Einführung von einer neuen Technologie. Das ist, hier ist die Kurve für einen Farbfernseher. Ja, da gibt auch so eine Kurve. Da, am Anfang tut sich lange nichts. Und wenn sich da die Zahlen verdoppeln, merken Sie es kaum. Aber dann irgendwann ist es doch mal merklich. Und das steigt dann hier rasant an, bis dann der Markt irgendwann mal gesättigt ist. Es gegen die 100% geht. Und gleichzeitig geht der Preis hier runter. Und wir sind jetzt beim Batteriefahrzeugen etwa hier. Reicht einfach. Gut,
Ja, dann kommen wir nochmal irgendwie zu den Batterien selber. Warum sind es denn die Lithium-Ionen-Batterien geworden? Also so alte Kerle wie ich, wir kennen auch noch Dinge wie Nickel-Cadmium-Batterien. Nickel-Metall-Hydrid-Batterien gibt es teilweise immer noch. Das ist eigentlich hier ganz gut gezeigt. Das ist ein altes Diagramm von 2015, aber das zeigt hier zwei Dinge. Das zeigt also einmal, dass der Preis hier dramatisch verringert hat. Und es geht ja noch weiter, wie wir gesehen haben. Es ging ja nochmal 90% runter in den letzten 10 Jahren. Das ist die Speicherkapazität. Ja. Gleichzeitig um ein Mehrfaches erhöht. Und das ist einfach eine Kombi, die finden Sie bei keiner anderen Technologie. Deshalb ist die Lithium-Ionen-Batterie der klare Gewinner geworden. Wir haben in den letzten 10 Jahren 90% Kostenreduktion und wir haben die Kapazität verdoppelt bis verdreifacht. Allein in den letzten 10 Jahren. Gut, und das hat natürlich auf unsere Arbeit auch eine ziemliche Auswirkung, weil ursprünglich, sagen wir mal, hat man von uns verlangt, immer bessere Batterien zu bauen. Das heißt also mehr Energie drin, schnelleres Laden, sicherer, längere Lebensdauer und so weiter. Was jetzt kommt, ist auch aufgrund der großen Stückzahl, ist, dass die Forderung eigentlich da ist, und es ist ein Megatrend in dem ganzen Gebiet, nachhaltige Batterien zu bauen. Man praktisch auf häufig vorkommende Rohstoffe baut, die gut recycelbar sind, und vor allem überall auf der Erde vorkommen. Das heißt, wir wollen auch unsere Abhängigkeiten von Rohstoffen verringern. Wir wollen Rohstoffe verwenden, wie sie hier halt gut verfügbar sind. Ja, und da hat sich jetzt in den letzten 3 Jahren Entscheidendes getan, sage ich mal. Und das ist eigentlich ein sehr fruchtbares Zusammenspiel, was sich da entwickelt hat zwischen Chemie und den Ingenieuren. Und ich versuche es mal so zu erklären. Wenn Sie heutzutage in eine Batterie reingucken von einem Auto, von Volkswagen zum Beispiel oder von Stellantis, ja, dann sieht es etwa so aus. Da sehen Sie lauter so kleine Dinger hier, diese, das sind die sogenannten Batteriezellen. Groß, ein bisschen größer wie eine Schokoladentafel. Und das sind dann irgendwie so 12 oder 16, stehen nebeneinander, sind verdrahtet in so einer Kiste, die ist ein bisschen größer als eine Schuhkarton. Und stellen Sie 12 dieser Schuhkartons oder 16 in eine große Wanne rein, verdrahten die nochmal und dann haben Sie das sogenannte Batteriepack oder die Batterie. Ja. Es funktioniert sehr gut, wissen wir alle seit Jahren. Aber hat einen Nachteil. Es ist sehr, sehr kleinteilig aufgebaut. Und durch diese Kleinteiligkeit, dadurch, dass sie unglaublich viel Verpackung und Verdrahtung und sowas haben, sind in diesem Konstrukt eigentlich nur 25%, die aus dem eigentlichen Speichermaterial bestehen. Der Rest ist Verpackung, Zusatzstoffe, Verdrahtung und so weiter. Sind die Chinesen hergegangen, vor ein paar Jahren, haben gesagt, naja, unsere Präzision und Qualität ist mittlerweile so gut, dass wir uns auch erlauben können, größere Zellen zu bauen, die trotzdem sicher sind und sauber arbeiten. Machen dann keine Zellen mehr, die so groß sind wie eine Schokoladentafel, sondern die sind so groß wie ein Dielenbrett. Ja? Das ist die sogenannte Cell-to-Pack-Technologie, die hier so gezeigt ist. Und dabei verringert sich die Anzahl der Teile für die Fertigung um 40%. Und Sie kriegen fast um die Hälfte mehr Speichermaterial rein. Das hat dramatische Auswirkungen. Weil es gibt Materialien, die sind super Speichermaterial, weil sie billig sind, langlebig, sicher, haben nachhaltige Zusammensetzung, hat man aber bisher nicht genommen. Warum? Weil sie zu leicht, zu fluffig waren. Da hätte man einfach nicht genügend reingekriegt in die Batterie. Da war zu wenig Platz drin. Ja? Und deshalb hat man sie nicht genommen. Energiedichte und Reichweite. Und die kann man jetzt in diesen neuen Konstruktionen verwenden. Und der Gewinner hier ist ganz klar, das sogenannte Eisenphosphat, Lithium-Eisenphosphat. Das ist ein Allerweltsmineral, das können Sie mit der Spitzhacke aus dem Berg kloppen. Sie können Eisenphosphate auch aus Abwässern gewinnen, Phosphatrückgewinnung. Ist also richtig billiges und auch sicheres Produkt. Sie können sich einen Kaffee rühren, passiert nichts. So, das ist das erste Fahrzeug, was in China damit rauskam, von der Firma BYD.
Ja, die nennen das Blade Battery, also Blade wie Klinge. Von ja. 600 Kilometer Reichweite in 4 Sekunden auf 100, 30.000 Euro. China. Sieht noch einigermaßen schick aus und das liegt daran, dass der Chefdesigner von BYD ein Mensch namens Wolfgang Egger ist. Der war vorher Chefdesigner bei Alfa Romeo und davor Chefdesigner bei Audi. Okay, ja. Und wie sieht's Stand heute aus? Das war jetzt schon vor 3 Jahren. Die Firma CATL, das sind die weltgrößten, die haben das Design auch weiterentwickelt. So sieht es dann in Realitas aus. Ne? Das ist wie so ein Bettrost, wo sie dann die Zellen einfach so reinklicken. Und mit der Batterie erreichen sie 1000 Kilometer Reichweite. 700 Kilometer in 10 Minuten draufladen. Damit ist das Thema eigentlich einigermaßen durch, würde ich mal behaupten. Also irgendwann haben wir noch einen Punkt. Es gibt noch weitere Optimierungsmöglichkeiten. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo dann der besorgte Dieselfahrer, ja, also der täglich nonstop Leuten im Auto, 3 Hunden, Campinganhänger, nonstop 1800 Kilometer fahren muss, dass der irgendwann auch mal ein sichereres Gefühl bekommt. Okay, das ist das Auto dazu, wo du jetzt die erste Batterie mit der Ausbautechnik drin ist, von der Firma Geely, das Model Seeker. Geely kennt man hier nicht so, aber es ist die Mutter von Volvo, von Link, hat der größte Einzelanteilseigner bei Mercedes. Also wir werden so einen Namen noch öfter hören. Der hat eben Akku drin und die kriegen mit dem neuen Akku kriegen sie 400 Kilometer draufgeladen in 10 Minuten. Okay. Ja, Ladezeiten, da tut sich einiges. Da hat sich letztes Jahr die Shenzhen-Batterie von CATL hervorgetan. Im Pluspol haben wir also kein Kobalt, kein Nickel mehr, nur noch dieses Eisenphosphat. Minuspol ist nach wie vor Graphit. Da ging sie 400 Kilometer in 10 Minuten. Die Batterie selber hat 700 Kilometer Reichweite. Laderate, Fachleute bezeichnen es als die C-Rate, hat 4C. Das heißt, sie können viermal pro Stunde 100% draufladen. Das heißt, sie können also in einer Viertelstunde 100% der Batterie beladen und in 10 Minuten eben 80%. Das ist ein Modell, was damit fährt. Es fährt derzeit in China, kommt aber jetzt nach Europa. Okay. Was hat sich hier getan? Vorhin war ja auch das Thema Kobalt angesprochen worden. Kobalt ist eigentlich schon seit Erfindung der Lithium-Ionen-Batterie auf der Indexliste gestanden. Aber nicht wegen der Kinderarbeit im Kongo, sondern weil Kobalt bei größeren Batterien eigentlich keine besonders gute Idee ist. Weil es ist teuer, es ist giftig und macht manchmal auch Sicherheitsprobleme. Und deshalb hat man schon seit langem versucht, seit 90er Jahren den Kobaltgehalt zu verringern hier. Das hat man gemacht, hat es teilweise ersetzt. C steht für Kobalt, M für Mangan und N für Nickel. Also Nickel-Mangan-Kobalt-Mischung. Ja, im 1:1-Verhältnis dann immer weniger Kobalt, 20%, 10%. Und diese ganzen grünen Materialien hier, das sind alles Material mit 0%. Im Übrigen können Sie in Europa kein Auto mehr kaufen, was Kobalt aus Kinderarbeit enthält. Da gibt es sogenannte Lieferkettengesetz. Sie müssen also aus zertifizierten Minen kaufen. In der Regel sind es staatliche Minen. Also es gibt natürlich Kobalt in Kinderarbeit gewonnen, nach wie vor. Das sind ja, Familien hängen ja davon ab. Aber das finden sie dann halt eher in so chinesischer Billigelektronik, die dann Weihnachten auf dem Gabentisch haben. So, ja, letztes Jahr, vor 1,5 Jahren, hat Tesla schon 50% seiner Flotte ohne Kobalt ausgeliefert. Was tut sich beim Minuspol? Der Minuspol war ursprünglich Petrolkoks. Dann hat man Naturgraphit genommen. Das sehen Sie auch schön, wie sowas im Kristall aussieht. Graphit. Das sind so Schichten aus Kohlenstoff. Und dazwischen ist leer. Und da krabbelt das Lithium rein bei der Beladung.
Zelle laden, dann geht das Lithium in den Minuspol zusammen mit den elektrischen Ladungsträgern, den Elektronen. Wenn es entladen, krabbelt es raus und geht in den Pluspol. Das ist dann stabiler. Gespeichert wird und das sind Metalloxide, also wie das Eisenphosphat. Ja, mittlerweile macht man Mischungen oder man ersetzt Naturgraphit teilweise durch synthetischen Graphit. Liegt einfach daran, weil der Naturgraphit größtenteils aus China kommt. Da möchte man die Abhängigkeit verringern. Schrei ist jetzt, dass man von dem Kohlenstoff als Energiespeicher direkt weggeht, geht zum Silizium. Und da gibt es Silizium-Kohlenstoff-Mischungen, Komposite, haben nochmal deutlich höhere Speicherkapazitäten. Also das Material selber hat viermal höhere Kapazitäten. Auf die ganze Zelle verteilt, macht es dann nochmal 40% Zuwachs in der Speicherkapazität oder in der Reichweite aus, je nachdem, wie Sie es sehen wollen. Und da sehen Sie auch, wie sich die Entwicklung gezeigt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, von unter 100 Wattstunden pro Kilo, das ist also die Energiemenge pro Gewicht, auf heute 300 Wattstunden pro Kilo. Ja. Und in der Literatur, das ist noch nicht in der Produktion, aber in der Literatur sieht es im Augenblick so aus. Das heißt, da geht es nochmal deutlich weiter, was die Entwicklung angeht. Und vielleicht können wir tatsächlich irgendwann mal auch fliegen mit Batterien. Okay, ja, ganz zum Schluss nochmal ein paar Sätze zur Natrium-Ionen-Batterie. Es ist ja auch kurz angeklungen. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie man auf der Pluspolseite so Metalle wie Kobalt und Nickel ersetzt, zum Beispiel durch Eisen. Die Minuspolseite im geladenen Zustand, die enthält das Lithium. Das Lithium ist das, was zwischen den Polen hin und her wandert. Jetzt ist Lithium zwar häufig genug auf der Erde, aber es gibt nur wenige Lithiumminen, deshalb ist es auf dem Markt ein bisschen knapp. Und so eine Erschließung von einer neuen Mine hat etwa so 10 Jahre Vorlauf immer. Das heißt, es dauert immer, bis dann was Neues kommt. Und deshalb war auch der Vorschlag, stärker auf einen anderen Ladungsträger zu setzen. Und die Natrium-Ionen-Batterie, die ist im Prinzip genauso aufgebaut wie die Lithium-Ionen-Batterie, nur dass man halt in den Polen andere Materialien hat und dass man das Lithium hier, was so hin und her wandert, durch Natrium ersetzt. Das Gute ist, dass man von der Fertigungsseite maschinentechnisch eigentlich nichts ändern muss. Man kann eigentlich so eine Batterie nicht ansehen, ob das eine Natrium-Ionen-Batterie oder eine Lithium-Ionen-Batterie ist. So, das ist sozusagen die Absicht, die dahinter steckt. Man möchte alle diese Elemente hier, die rot sind, die sind alle teuer oder kritisch, selten oder kommen irgendwie aus China oder was auch immer. Die möchten wir ersetzen durch einen anderen Satz von Materialien, die Sie praktisch überall finden. Aluminium ist ein sehr, sehr häufiges Material. Natrium, haben Sie im Kochsalz oder in Soda. Ja. Eisen gibt es auch überall. Magnesium. Wo gibt es denn hier Magnesium? Weiß es jemand? Schwäbische Alb. Schwäbische Alb, diese weißen Steine, das ist sogenannter Dolomit, das ist ein Magnesium-Calcium-Carbonat. Da haben Sie über 20% Magnesium. Mangan ist auch häufig, kennt man nicht so, aber gibt es ein Mineral, nennt sich Braunstein, das ist das, was draußen den Acker braun färbt. Hartkohlenstoffe kennen Sie auch, wenn Ihnen die Suppe überkocht und da gibt es dann so ein schwarzes Gekruste. Das ist Hartkohlenstoff. Also so eine Form von Hartkohlenstoff, sagen wir so. Okay, also das ist sozusagen das Ziel. Da wollen wir hin. Und die Eigenschaften sind teilweise gut, teilweise weniger gut. Also schlecht ist, dass die Speicherkapazität deutlich geringer ist. Aber wir können jetzt durch diese neuen Designs eben auch schwächere Materialien gut verwenden. Kosten werden nochmal deutlich günstiger sein als die heutige Technik. Und was auch interessant ist, Natrium-Ionen wandern besser zwischen den Polen als Lithium-Ionen. Das heißt, die Speicherkapazität bei Minusgraden, so wie jetzt, wäre also nur 10% verringert. Bei der heutigen
System. Also ich fahre einen Hyundai Kona. Wir haben jetzt im Vergleich zum Sommer haben wir vielleicht so 25% Reichweite. Ja. Was nicht daran liegt, dass die Batterie weniger speichert, sondern dass es mehr Verluste gibt durch die Kälte. Okay, gut, kommen wir zum Ende. Also insgesamt kann man festhalten, dass Batteriefahrzeuge deutlich weniger Treibhausgasemissionen aufweisen, auch in der Herstellung. Sie haben die beste Energieeffizienz und geringsten Kosten. Generell gibt es eine Abkehr von kritischen Materialien und ein starker Trend zur Verringerung der Fertigungskosten. In der Chemie ist noch einiges möglich, auf der Pluspolseite, auf der Kathodenseite, aber die größte Chance sind jetzt diese neuen Anoden aus Silizium-Kohlenstoffmischungen, wo man nochmal 30 bis 40% gewinnen wird. Und dann Batterien, die frei von kritischen Rohstoffen sind. Ja, und was das Engineering angeht, da habe ich Ihnen dieses Cell-to-Pack-Design gezeigt. Das hat nochmal erlaubt, deutlich höhere Reichweiten, eine schnellere Beladung, eine höhere Sicherheit zu kriegen. Stichwort 1000 Kilometer Reichweite, 700 Kilometer Zuladung in 10 oder 12 Minuten. Okay, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank.